Yo, liebe Dilsili-Fans, liebe Doodle-Fans, wie ihr wisst oder mitbekommen habt, zumindest viele von euch, gab es seit langer Zeit ein paar Gerüchte, was Dilsili und Doodle betrifft, beziehungsweise Hanno und mich und Chief betrifft. Wie das so bei Gerüchten ist, wird da viel gesponnen, aber wie es auch oft bei Gerüchten ist da ein bisschen Wahrheit dabei. Und zwar ist es so, dass wir getrennte Wege gehen, mal kurz und knapp das zu sagen. Das hat sehr viele Gründe und es zieht sich auch schon seit sehr langer Zeit. Um ganz klarzustellen, es gibt keinen krassen Beef zwischen uns, kein Hate. Wir sitzen hier noch ganz friedlich und planen Sachen. Und der Grund, warum es sich jetzt so lange gezogen hat mit dieser offiziellen Ankündigung, ist einfach auch, weil wir nach 7 Jahren Zusammenarbeit sehr, sehr viel intern klären mussten oder klären wollten. Wir wollten natürlich, dass keiner irgendwie mit bösem Blut auseinandergeht. So, wir wollten es friedlich halten und wir wollen auch in Zukunft natürlich zusammenarbeiten können. Aber wegen verschiedenen Meinungsdifferenzen, wegen verschiedenen Angehensweisen und Sichten, ist es jetzt auf jeden Fall für uns die beste Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Ja, und es ist da auch sehr wichtig, halt auch einfach so nicht nur auf diese Momentaufnahme jetzt irgendwie zu blicken, sondern halt auch einfach so in das, was wir halt die letzten 7, 8 Jahre halt zusammen gemacht haben. Und das ist halt einfach, man wird es halt nicht missen wollen, so auf gar keinen Fall, weil es halt einfach wirklich eine krasse, krasse Entwicklung war und halt einfach auch verdammt viel Spaß gemacht hat und dass man sich halt irgendwie auch an das Positive irgendwie auch dran erinnert, weil das überwiegt auch eigentlich den kleinen Meinungsverschiedenheiten. Trotzdem ist es, glaube ich, gut, halt nach vorne zu schauen und halt einfach zu sehen, dass es dem Ganzen halt auch gut tut, irgendwann nicht irgendwas zusammen zu zwingen, wenn es dann nicht mehr geht, sondern halt in dem richtigen Moment halt auch Sachen halt auseinandergehen zu lassen und das halt so respektvoll und so gut wie möglich, damit halt alle Parteien halt irgendwie weiter an dem, was wir halt auch alle lieben, Battle Rap, halt weiterarbeiten können. Und genau, also das heißt halt auch, dass Diltily jetzt eine Newcomer League zum Teil auch wird und Doodle halt eine First Liga League und genau. Gibt quasi nicht mehr dieses typische erste diese. Liga, zweite Liga, das wird es nicht mehr geben, aber es wird trotzdem noch sehr, sehr viel Battle Rap geben für euch. Na. Jo, alles klar. Also, ihr habt's gehört. Viele wussten seit Monaten Bescheid und denken sich: Mensch, endlich ist die Katze aus dem Sack. Für viele kommt es relativ überraschend und die denken sich: Wow, was passiert hier gerade? Ja, was soll man da? Die Jungs haben fast schon alles gesagt. Wa? Was soll man jetzt da noch großartig hinzufügen? Es ist, wie es ist. Wir gehen da getrennte Wege. Der Respekt wurde hier betont. Der soll auf jeden Fall und wird, denke ich mal, auch in nächster Zeit komplett erhalten bleiben. Und ich kann auch nur sagen, alles Gute für euch und für Diltily. Wir haben da was Krasses aufgebaut. Es ist safe to say, dass wir damit die Battle Rap Landschaft erheblich geprägt und geil vorangetrieben haben. So. Daran hat jeder von uns einen krassen Anteil. Ein riesen Dankeschön möchte ich natürlich auch an jeden MC richten, der sich in der Zeit für uns hier und für das komplette Format und für die Idee in die Schlacht gestürzt hat. Riesendank an jeden Fan, der live dabei war, der mit Pay-per-View oder anders wie mit Merch und dergleichen unterstützt hat oder auch nur die Peoples, die sich dort reinpeitschen und komplett feiern und ihren Leuten davon erzählen. Also ein riesen, riesen Dank an alle, auch dicke Shoutouts an ganz viele Helping Hands, die ich jetzt natürlich nicht alle komplett aufgezählt bekomme über die 7 Jahre der Zusammenarbeit, aber um kurz, weiß ich nicht, also auf jeden Fall Ronki, riesen Shoutout an Matze, Stefan und ja, ich denke mal, die Jungs haben es auch gesagt, so wir versuchen hier alle in der schwierigen Zeit, die wir ja miteinander durchlebt haben und nach wie vor durchleben, weiterzumachen und das Beste draus zu machen, so. Ihr habt jetzt auch ein krasses Erbe, krasse Verantwortung natürlich hier war, weiterhin so zu liefern. So, mal gucken, wohin die Reise mit du und deine Lines geht. Aber yo, das erstmal Ja, wir müssen uns auch in Kürze. natürlich super bei dir bedanken, Chief, für die ganze Arbeit. Also für Leute da draußen, die vielleicht nicht so viel mit Dilti zu tun haben und denken, Chief war in Anführungszeichen nur der krasse Host. So, natürlich hat Chief sehr, sehr viel anderes gemacht, er war Teil des Teams. Und genau deswegen geht es ja jetzt auch um eine Trennung. Es geht nicht darum, dass Chief nicht mehr hosten soll oder sowas. Es geht um interne Sachen und interne Blicke für die Zukunft und so. Und wir werden uns gegenseitig supporten. Supportet unbedingt auch Doodle. Newcomer werden jetzt auch bei uns stattfinden. Battle Rap soll weiterhin aktiv bleiben. Auch in dieser schwierigen Zeit müssen wir das überbrücken. Aber der Support ist gegenseitig da und wir wollen auf jeden Fall
Chief immer bei unseren Events einladen und hoffentlich sind wir auch bei Doodle eingeladen und das soll jetzt nicht so wirken, als ob wir jetzt vor komplett getrennte Wege gehen, sondern einfach nur intern hat sich da was geändert und das wollten wir einfach mal transparent mitteilen. Wir haben natürlich auch, ja, also weiß ich nicht, ich glaube im Fußballkontext spricht man in solchen Situationen immer, wenn sich irgendwie eine lange und auch erfolgreiche Zusammenarbeit dann irgendwann auseinandertrennt, so spricht man, glaube ich, auch immer davon, dass irgendwie ein neuer Input reingebracht werden soll. So, die Jungs haben da Ideen. So, ich hatte natürlich über die Jahre da immer meine Ideen. Das hat jahrelang super gut zusammengearbeitet und funktioniert so. Aber auch, was Jamie und Hanno schon gesagt haben, seit längerer Zeit hatten wir da auch durchaus immer wieder Schwierigkeiten, Probleme und sei es in der Kommunikation und ja, wie das bei, wie gesagt, so Zusammenarbeiten oder Trennungen so ist, da ist natürlich eine unterschiedliche Gefühlswelt am Ende. Ich denke, da kann man erst richtig komplett frei und locker in ein paar Jahren drauf blicken und dann auch das komplett realistisch einordnen. Aktuell ja, wiegt natürlich da auch viel Traurigkeit in erster Linie bei mir mit und ja, aber es bleibt spannend, es wird richtig spannend in nächster Zeit und was habt ihr noch? Ja, apropos spannend, also es geht halt natürlich trotzdem weiter, so unsere Wege gehen ja jetzt erstmal getrennt, aber halt auch nicht nur und wir haben halt natürlich noch das Breakthrough, was ja hauptsächlich auf Chiefs Kappe geht, von der Organisation und halt von der Entstehung bei Doodle. Das wird natürlich abgeschlossen, aber es gibt auch noch andere Events, die wir zusammen geplant haben. Wir haben kurz zu sagen, mal einfach das Erste, was groß ansteht nach dieser ganz langen Pause ohne richtige Live-Events, ist unser B-Day. Das können wir jetzt schon mal spoilern. Genau Datum werden wir noch nicht spoilern, Location auch noch nicht, aber es wird ein geiles, geiles Event. Das wird die Rückkehr von Rebirth. Und da stehen auch schon ein paar Sachen so halb fix, die wir auch schon zusammen gefixt haben als Team. Das heißt, das Event werden wir auch noch als Team quasi durchführen. Und das wird dann vielleicht so quasi ein wunderschöner Abschluss. Nicht so lame wie jetzt so ein Video. Aber wir wollten es endlich mal ankündigen, weil es gab natürlich Gerüchte. Und dann denken sich Leute, ach, es ist noch viel schlimmer, als es eigentlich ist. Wir wollten es einfach endlich loswerden. Auch wenn es nicht unser Lieblingsvideo jetzt gerade ist. Aber es muss gemacht werden. Aber die Länge hat auch ein bisschen damit zu tun, so wenn man überhaupt keinen Respekt voreinander hätte, hätte man das halt auch ganz anders lösen können. Das war auf jeden Fall nie unser Ansatz. So, unser Ansatz ist es nicht, hier irgendwie eine Schlammschlacht draus zu machen, sondern halt irgendwie das Positive aus der Vergangenheit zu nehmen und nach vorne halt zu blicken und uns da gegenseitig so gut es geht halt in Zukunft auch weiterhin zu unterstützen. Genau. Meine Bitte an Fans wäre so, lebt damit quasi, ohne jetzt zu sehr reinzudrücken und nach kleinen Details zu fragen, weil es gibt natürlich tausend Stories, die man irgendwie privat auspacken müsste, aber das ist alles, spielt keine Rolle mehr, weil wir sitzen hier, wir haben uns vereinbart, wir verstehen uns noch, wir supporten uns noch und das ist das, was zählt so für die Zukunft. Ja, keiner hat irgendwie Bock auf jetzt irgendwelche Grüppchenbildung, Lagerbildung, dazu war das, was wir gemeinsam gerockt haben, zu geil, dafür sind wir alle zu cool, dafür ist es zu wichtig, was hier in Zukunft auf dem Spiel steht noch alles. Von daher war supported die Jungs, supported du und deine Lions, supported alles, was in der Szene supportenswert ist. Shoutout natürlich auch an sämtliche andere Formate. Und es gibt halt auch ein GoFundMe von Chief jetzt auch organisiert für Doodle, was es ab heute, ab gestern, ab bald auf jeden Fall am Start geht. Also supportet ihn, supportet uns, so Battle Rap ist nicht tot und wir alle werden dran weiterarbeiten, dass es weitergeht so. Yes, ja. Also ganz kurz noch, ich kann auch bloß sagen, ja, wäre mega geil, wenn ihr Bock habt irgendwie, dass du und deine Lions als wichtiges Format der Szene erhalten bleibt, dass ich und mein Team und ich, dass wir gemeinsam weitermachen können so, dann wäre es extrem cool, wenn ihr, vielleicht hat der eine oder andere noch ein bisschen was übrig, aber ich spreche auch insbesondere jetzt natürlich auch MCs an, Producer, Leute, die hier Bock haben, dieses Format irgendwie in Zukunft am Leben zu erhalten und voranzubringen. So, wir haben doodle.info als Homepage seit einer Weile am Start. Registriert euch da gerne, sagt, was ihr dazu beitragen könnt und wollt. Wie gesagt, tausend Dank an jeden, der auch ein bisschen Kohle noch übrig hat. Und ansonsten, glaube ich, ja, wird sich in Zukunft wird sich Gelegenheit ergeben, wo wir entweder zusammen oder jeder für sich nochmal irgendwie alles besprechen kann. Aber ja, das Wesentliche ist erstmal gesagt und wir sind cool miteinander. Cool. Lions auch. Peace. Du und deine Lions. Dicker. Don't let the label you. Peace. Peace.